Vielen Dank für die nette Einführung. Ich freue mich riesig, hier heute sein zu können und, wie Nils schon gesagt hat, endlich mal wieder über was anderes zu reden als Corona. Nämlich eigentlich mein Lieblingsthema Komplexität und Komplexitätsforschung. Das ist für mich ein ganz wichtiges Thema, weil ich glaube, dass es ein Forschungsgebiet ist, was uns viel dabei helfen kann, unsere Krisen von heute besser zu verstehen. Und ich will heute mal so ein bisschen Werbung für dieses Forschungsgebiet machen, weil das halt in Deutschland insbesondere halt noch nicht so weit gewachsen ist wie zum Beispiel in anderen Ländern. Ich fange mal an, was eigentlich Komplexität ist. Wir wissen ja alle, das Leben ist kompliziert. Wir haben Schwierigkeiten, die Kaffeemaschine zu bedienen oder unser Handy neu zu installieren oder die Beziehung kann kompliziert sein. Das ist das nicht, was ich meine mit Komplexität. Vielmehr so etwas, das haben ja vielleicht die meisten schon mal gesehen. Das ist ein Vogelschwarm und neben der Tatsache, dass so etwas Wunderschönes, fragt man sich ja eigentlich, wie funktioniert das? Da sind mehrere 10.000 Stare und die fliegen da im Kollektiv, die kollidieren nicht, fliegen mit einer hohen Geschwindigkeit und es entstehen diese wunderbaren Muster. Und damit haben sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schon sehr lange beschäftigt. In den 30er Jahren beispielsweise war das so unverstanden, dass der Edmund Selous, ein Ornithologe seiner Zeit, gemeint hat, das muss auf jeden Fall irgendwas Telepathisches sein. Das heißt, die Tatsache, dass sie nicht kollidieren und im Kollektiv unterwegs sind, bedeutet, da muss irgendein Informationstransfer stattfinden, der mit natürlichen Gesetzmäßigkeiten nicht erklärt werden kann. Das ist in Wirklichkeit nicht so. Ich komme gleich nochmal zu dem Beispiel zurück. Ein anderes Beispiel ist das hier. Das ist ein Experiment, was sehr häufig wiederholt worden ist. Einige Fahrerinnen und Fahrer haben hier die Aufgabe, einfach langsam im Kreis zu fahren, hintereinander her. Und egal, wie sie es probieren, es wird immer zu solchen Phantomstaus kommen, wenn die Autodichte groß genug ist. Auch das erkläre ich gleich nochmal. Das sind so komplexe Systeme. Wenn wir jetzt ein bisschen weiterspringen, haben wir diese Krisen, die uns jetzt alle anfassen. Also der Klimakollaps, der bevorsteht, politische Polarisierung oder das Aussterben vieler Arten oder eben die Pandemie. Das ist somit das einzige Bild von der Pandemie, was ich zeigen werde. Ein Glück. Und all diese Krisen kann man nicht als einzelnes Phänomen betrachten. Die hängen ja auch zusammen. Die bilden ein Netzwerk, alle wirken auf alle. Und aus der Vogelperspektive betrachtet ist die Idee der Komplexitätsforschung rauszukriegen, was sind die wesentlichen Elemente, sodass wir das Gesamtbild besser verstehen können. Das ist manchmal sehr schwierig, weil schon, wenn man einen Knoten rausnimmt, beispielsweise die Pandemie, ist das an sich schon sehr kompliziert. Alle werden sich erinnern, dass am Anfang der Pandemie alle über das Virus gesprochen haben. Ist ja auch klar, das Virus wird übertragen und Virologinnen und Virologen kamen zu Wort. Aber es ist natürlich ein viel größeres Phänomen. Es ist im Wesentlichen ein Phänomen, was mit uns was zu tun hat, mit uns als Wirt. Das ist ein verhaltenspsychologisches Phänomen, denn wie sich das Virus überträgt, wie schnell und wie rapide oder wie es ausgebremst werden kann, hat ja mit unserem Verhalten was zu tun. Und wenn das Virus sich halt ausbreitet und die Fallzahlen steigen, dann hat das etwas mit unserer Risikowahrnehmung, spielt da eine Rolle, wie das Verhalten sich ändert, was dann auch wiederum die Ausbreitung verändert. Und so hat man so einen Kreislauf, der ungeheuer kompliziert ist zu verstehen. Und dann ist auch noch die Politik da, die zwar was macht, da in der Mitte und wirksam ist. Das macht das alles noch viel komplizierter. Was kann man jetzt mit Komplexitätsforschung machen? Einer meiner größten Helden, Stephen Hawking, hat in einem Interview vor etwa 20 Jahren gesagt, da wurde er gefragt, was wird jetzt die nächste Wissenschaft im nächsten Jahrtausend? Und da hat er gesagt, I think the next century will be the century of complexity. Und das hat alle so ein bisschen überrascht, weil er ja ein Hardcore-Physiker ist und hat aber das schon so ein bisschen kommen sehen. Aber was meinte er eigentlich? Komplexitätsforschung ist auch ein Wissenschaftsgebiet, aber eins ohne Ränder.
Es verknüpft quasi viele traditionelle Wissenschaftsgebiete wie beispielsweise Ökologie und Ökonomie oder Neurowissenschaften und Biologie und alle möglichen Gebiete. Und zwar in dem Sinne, dass es versucht, Ähnlichkeiten zu finden in verschiedenen Gebieten, ähnliche Phänomene und dann dem auf den Grund zu gehen. Nur mal so ein Beispiel von zwei völlig anderen Systemen. Das hier ist links ein Baum und die Wurzeln des Baums. Und jeder kennt das. Das ist ein sehr stark verzweigtes, fraktales Bild, nicht nur über der Erde, sondern auch unter der Erde. Und rechts das Bild, was ihr da seht, das sind die kürzesten Wege nach Rom. Da haben drei clevere Leute ausgerechnet, wie man von jedem Ort in Europa nach Rom kommt, auf der kürzesten Strecke. Und auch da bildet sich dieses arterienartige Gebilde. Und wenn man die vergleicht und die ähnlichen Strukturen sieht, dann kann man sich fragen, warum ist das so? Und die Antwort ist dann etwas Fundamentales, nämlich, dass man mit etwas Linearem wie Wegen eine Fläche möglichst effizient abdecken möchte. Nun ist Komplexitätsforschung auch eine Frage der Einstellung. In Deutschland und in vielen anderen Ländern stehen wir sehr auf Expertise, auf Experten, die in einem kleinen Bereich möglichst viel Wissen angehäuft haben. Jetzt leben wir aber in einer Zeit, in der sozusagen das Wissen jeder in der Tasche mit sich rumträgt auf dem Smartphone. Das heißt, das Akkumulieren von Wissen ist eigentlich nicht mehr so wichtig, weil wir es sowieso finden werden, wenn wir gut suchen können, sondern das offene Denken in neue Gebiete herein. Und das war in diesem Bild, was ich eben gezeigt habe, dieses pilzartige Geflecht der Komplexitätsforschung, was all diese Gebiete verknüpft. Es ist essentiell, dass man vorsätzlich diese Grenzen zu anderen Disziplinen durchbricht und sich aufmacht in Gebiete, die man noch nicht kennt. Und das nenne ich halt antidisziplinäres Forschen im Gegensatz zu interdisziplinärem oder transdisziplinärem Forschung, dass man vorsätzlich in neue Gebiete reingeht. Und so ein bisschen die Einstellung hat von Richard Feynman, auch ein Nobelpreisträger in Physik, der hat zwei Sachen gesagt, die ich sehr toll finde. Oberflächlich gesehen sieht das erstmal ein bisschen arrogant aus. Er hat gesagt, Science is the belief in the ignorance of experts. Aber was er meinte ist, dass man natürlich immer Wissen schaffen kann, indem man etwas hinterfragt, indem man sagt, okay, das ist wahrscheinlich gar nicht so, das will ich mir erstmal genauer angucken. Und dann hat er etwas gesagt, was mir noch viel besser gefällt. If you are the smartest person in the room, you're in the wrong room. Was er damit sagen wollte, ist, dass man sich eigentlich immer nur aussetzen sollte, Szenarien oder Gruppen, in denen man eben nicht der Cleverste ist, weil man da halt am meisten lernt. Und so ein bisschen, wenn man so Pandemieforschung gemacht hat, wie ich in den letzten 2 Jahren, ist man oft in Gruppen gewesen von Experten, in denen alle geglaubt haben, sie wären die Cleversten im Raum. Richard Feynman hat auch gesagt, das habe ich jedenfalls im Netz gefunden, Physics is to math what sex is to masturbation. Das fand ich irgendwie ganz passend als jemand, der sich mit Physik und Mathe beschäftigt hat. Viele Mathematiker werden diesen Satz nicht mögen. Ich weiß auch nicht wirklich, ob er von ihm ist, aber das fand ich ganz lustig. Was macht man nun in der Komplexitätstheorie und warum sind so viele Physiker oder ursprünglich Physiker in diesem Gebiet unterwegs? Wenn man ein komplexes Phänomen hat, dann gibt es natürlich viele Elemente, wie zum Beispiel bei einer Pandemie oder beim Artensterben oder bei dem Klimakollaps, viele Komponenten, die eine Rolle spielen. Und es gibt sozusagen den klassischen, traditionellen, expertisegetriebenen Reduktionismus, der das System nimmt und in kleine Stücke hackt und dann die jeweiligen Expertinnen und Experten dieses kleinen Bereich unabhängig voneinander untersuchen. Die Idee bei der Komplexität, ähnlich wie in der Physik, ist, dass man das System anders reduziert, indem man versucht, rauszukriegen, was essentiell ist und was vernachlässigt werden kann. Das Vernachlässigen ist eigentlich die große Kunst. Und das wird oftmals, wenn man so arbeitet wie ich und auch mit vielen Expertinnen und Experten zusammenarbeitet, dann gesehen als etwas, was man überhaupt nicht machen darf, weil man ja die Details nicht weglassen darf. Aber das ist der Wesenskern, ne? Wenn man zum Beispiel ein Modell eines Gesichts macht, dann reicht es eben aus, einen Kreis zu zeichnen, 2 Punkte und einen Mund, dann hat man das Gesicht. Jedes Kind wird sofort sagen, das ist ein Gesicht.
Die Ohren kann man weglassen, sind nicht notwendig. Ist das hilfreich? Ja, weil man dann weiß, was das ausmacht, was ist das Essentielle. Auch in der Kunst hat das eine große Rolle gespielt. Das hier ist ein Bild, was mir sehr gefällt, das sind Skizzen von Picasso, in denen er einen Stier gezeichnet hat, viele Male. Und man sieht ganz genau, wie er versucht hat, sozusagen die Essenz von Stier rauszuarbeiten, in verschiedenen Schritten. Aber wie funktioniert das konkret? Kommen wir doch mal zurück zu dem Beispiel des Schwarms. Hier ist nochmal oben links dieser Schwarm, den ich eben gezeigt habe. Wie kann man das erklären? Was ist das Essentielle? Ein Modell, was schon relativ alt ist, aber sehr gut funktioniert hat, ist basiert auf drei Regeln. Die einzelnen Elementen, das können Vögel sein, aber auch Fische, jedenfalls im Modell, sind es sich mit einer gleichen Geschwindigkeit bewegende Tiere, die versuchen, sich auszuweichen. Also die gehen Kollisionen aus dem Weg. Das zweite Gesetz sozusagen ist, dass wenn man sich zu weit entfernt von der Gruppe, dann versucht man wieder zurückzukommen. Und das dritte, in Rot, weil es wichtig ist, versucht jedes Individuum in einem kleinen Umfeld die Richtung, in die es sich bewegt, so anzugleichen wie der Durchschnitt der Nachbarn. Wer das ausprobieren will, das kann man auf dem Handy machen, geht auf diese Webseite Complexity Explorables und kann das ausprobieren, was ich jetzt gleich zeige. Hier ist jetzt ein Video. Es fängt noch nicht an, ich glaube, ich muss noch mal draufdrücken. Da, jetzt geht's los. Da bewegen sich einzelne Agenten einfach zufällig durch die Gegend mit einer gewissen Geschwindigkeit und es gibt noch keine Regeln. Das heißt, es ist alles ein Durcheinander. Und jetzt gleich schalte ich diese Regeln ein, nämlich, dass alle zusammenbleiben wollen und in etwa in die gleiche Richtung fliegen wie die anderen. Und sofort bildet sich Schwarmverhalten, was natürlich noch nicht so aussieht wie ein richtiger Schwarm, aber schon sehr nah dran ist. In der Tat, eine etwas kompliziertere Variante dieses Modells zeigt, dass das Modell nur drei verschiedene Zustände haben kann. Entweder bewegen sich alle in eine Richtung oder sie drehen sich in so einer Art Vortex im Kreis oder sie bewegen sich so wie ein Mückenschwarm. Und tatsächlich findet man bis heute in keinem kollektiven Schwarmverhalten von Tieren, seien es Insekten, Fische oder Vögel, andere stabile Zustände. Also das Bild hier oben rechts zeigt, dass es nur drei dieser Zustände gibt. Das heißt, man hat mit diesem einfachen Modell, dieses ungeheuer komplizierte System des Schwarms, schon eigentlich qualitativ jedenfalls abgegessen. Interessant ist ein Experiment, was Jens Krause hier in Berlin arbeitet, der mit einigen Kolleginnen und Kollegen gemacht hat. Der hat das einfach mal mit Menschen probiert und hat 200 Menschen oder so, ich weiß nicht mehr die genaue Zahl, in eine Halle gepackt. Die hatten die Aufforderung, verlasst nicht die Gruppe, geht mit einer konstanten Geschwindigkeit und versucht euch nicht zu kollidieren. Und sehr schnell ging es erst so ein bisschen durcheinander, haben sich so konzentrische Bewegungen ergeben. Das heißt, die Menschen sind auch parallel gelaufen, obwohl sie gar nicht die Aufforderung dazu hatten. Das heißt, auch wir, wenn wir diese Anweisung bekommen, genügen diesen Gesetzmäßigkeiten. Ein ganz ähnliches Modell kann erklären Fußgängerströme. Wenn man zwei Fußgängerströme hat, die einen gehen in die eine Richtung und die anderen in die andere, und die gehen sich nur aus dem Weg, das ist das einzige Gesetz, und immer in eine Richtung, dann bilden sich sofort solche Kanäle. Hat jeder sicherlich schon mal erlebt, auf einem sehr dichten Fußgängerweg, wo Leute in die eine und die andere Richtung marschieren. Wenn man dann so ein bisschen Obstacles macht, wo es eng wird, sieht man auch das, was man irgendwie in einem Club, auf einer Party oder in einem Club erlebt. Wenn es eng wird, dann wird es leicht chaotisch. Oder das Beispiel, was ich eben gezeigt habe, mit den Autos, die im Kreis fahren. Man kann das auch modellieren, indem man sagt, okay, da fahren diese Autos alle mit einer konstanten Geschwindigkeit. Und jetzt mache ich Folgendes, ich variiere die Geschwindigkeit, mit der die Autos fahren wollen. Stichwort Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Autobahn. Wenn die Variabilität der Geschwindigkeiten der einzelnen Autos groß wird, dann passiert das, was wir hier sehen. Ein Phantomstau, der rückwärts sich bewegt. Und es liegt allein an der hohen Dichte, aber auch an der Tatsache, dass alle unterschiedliche Geschwindigkeiten fahren wollen. Und das geht auch nicht mehr weg. Noch einmal das Beispiel Covid. Ich kann es einfach nicht lassen, offenbar. Eine Sache, die wir erlebt haben bei der Covid-Pandemie, die ja nun wirklich, wie ich gesagt habe, sehr komplex ist.
immer diese Wellen. Das hier ist ein älteres Bild für die USA. Diese Wellen, die wir auch in Deutschland erlebt haben, es kamen neue Varianten etc. Wir haben unser Verhalten geändert. Wenn wir uns überlegen, wenn wir das so einfach machten wie möglich, dann haben wir ein Virus, was sich ausbreitet, was sich repliziert durch Ansteckung. Das führt aber dazu, wenn die Zahlen wachsen, dass wir vorsichtiger werden. Wir tragen Maske, wir lassen uns impfen. Es gibt Ausgangsbeschränkungen und so weiter, was dazu führt, dass die Zahlen runtergehen. Dann wird wieder gelockert. Und so gibt es so eine Feedbackschleife, die immer so ein Gleichgewicht zwischen Virusausbreitung und unserer Reaktion darauf bilden. Das klingt total simpel und total übersimplified, unterkomplex. Aber wenn man sich anschaut, wie sich der R-Wert, von dem haben ja viele schon gehört, diese Replikationszahl des Virus, in verschiedenen Ländern verhalten hat, so ist die immer um eins geschwankt. Immer genau an dem kritischen Punkt. Was sehr viel dafür spricht, dass es immer dieses Gleichgewicht gab zwischen der Ausbreitung und unserer Reaktion. Das sind Ergebnisse, die sind 12 Jahre alt. In Untersuchungen, Modellierungsstudien haben Leute gezeigt, Wissenschaftler in Großbritannien, dass sich immer dieses Gleichgewicht an diesem kritischen Punkt bilden wird, es sei denn, man verhält sich mal anders. Ein wesentlicher Aspekt der Komplexitätsforschung ist auch, zu versuchen, ein möglichst klares Bild eines gesamten Systems zu bekommen. So ein Nebeneffekt einer sehr stark expertisenlastigen Wissenschaft oder Perspektive auf komplexe Phänomene ist, dass wir immer mit Karikaturen in unseren Köpfen rumlaufen. Also die Pandemie, da denken dann die Virologinnen und Virologen, das Virus zu verstehen ist das Wichtigste. Oder die Risiko- oder Verhaltensforscher denken, das ist das Wichtigste. Oder die Leute, die die Kontaktnetzwerke analysieren, denken, das ist das Essentielle. Und ganz oft ist es so, dass damit dann jeweils aus der eigenen Perspektive eine Karikatur entsteht. Und das ist etwas, womit ich mich sehr viel beschäftige in letzter Zeit. Wie kommt das und wie kann man das ändern? Nur mal so ein Beispiel. Ich hatte das Bild gezeigt von der Artenvielfalt und dem Aussterben der Arten. Das ist ein massives Problem, aber nur ganz wenige wissen, dass zum Beispiel die Artenvielfalt von Pflanzen, Pilzen und Tieren, also den höheren Lebewesen, auch nur ein Bruchteil von der Artenvielfalt von Mikroorganismen ist, also Bakterien beispielsweise. Hier ist nur mal so ein Beispiel, was auch so eine Perspektive wieder zurechtrücken kann. Das hier ist eins meiner Lieblingsorganismen, Chlorococcus, ich kann es nicht mal richtig aussprechen. Das ist ein marines Cyanobakterium. Das ist ein kleines Bakterium und Cyano, weil es Photosynthese macht. Das ist sehr klein und man hat es deshalb erst 1986 entdeckt. Aber es ist bislang die Art mit den meisten Individuen. Das heißt, von keiner Art gibt es mehr Individuen als von diesem kleinen Organismus, hat man erst 1986 entdeckt. Und diese Art alleine ist für zwischen 13 und etwa 50% des atmosphärischen Sauerstoffs verantwortlich. Das heißt, wenn das Ding weggeht, dann sind wir verloren. Und das sind so Sachen, die man nicht so richtig im Kopf hat und die die Perspektive zurechtrücken kann. Hier ist noch so eine Perspektive, die wir immer wieder haben, nämlich, dass Bakterien und Viren schlecht sind. Pandemie hat dabei auch geholfen. Wenn wir an Bakterien und Viren denken, dann denken wir schlecht, das sind, machen krank und so weiter. Und das ist seit etwa 100 Jahren, letztendlich seit Robert Koch, ist das sozusagen in unser Hirn reingehämmert. Wenn man jetzt sich aber mal anschaut, wie viele von allen Bakterienarten tatsächlich pathogen sind, also krank machen, ist das nur ein miniatur kleiner Bruchteil. Die meisten machen nicht krank. Und ganz, ganz viele sorgen dafür, dass wir gesund bleiben. Ein anderes Element, was immer wieder in den Köpfen ist, ist Wettstreit und Konflikt. Und zwar diese Idee, dass sozusagen Evolution und Innovation durch Wettstreit und Konflikt und Wachstum hervorgebracht wird. Letztendlich geht das so ein bisschen zurück auf Darwin, wobei dieser Satz Survival of the Fittest von Spencer kam, das war kein Naturwissenschaftler, sondern ein Sozialwissenschaftler, der letztendlich die Darwin'sche Theorie übertragen hat in die Gesellschaft und dann für den Sozialdarwinismus verantwortlich war. Nebenbei bemerkt, es gab zu der Zeit sehr viele typischerweise
Wissenschaftler in Großbritannien, auch in Deutschland, die diese Idee sehr clever fanden und dann letztendlich so die wissenschaftliche Grundlage für Imperialismus, Kolonialismus und letztendlich auch das Dritte Reich geschafft haben. Und wir haben es aber auch immer noch in den Köpfen, wenn wir eine Natursendung gucken, wenn da irgendwie ein Krokodil das Gnu frisst und Ressourcen sind knapp und jeder kämpft und wer am besten das kann, der überlebt. Das sind sicherlich wichtige Elemente. Aber hier ändert sich gerade etwas. Seit etwa 20 Jahren, im Wesentlichen getriggert durch neue Technologien, Metagenomstudien und so weiter, haben wir erkannt, dass gerade Mikroorganismen total wichtig sind für unser Überleben. Jeder weiß jetzt, was das Mikrobiom ist. Also wir sind besiedelt von tausenden Arten von Bakterien in uns und auf uns, die unser Verhalten steuern, die wichtig sind für unsere Gesundheit. Wenn ich mich jetzt angucke, ich bestehe aus genauso vielen Bakterienzellen wie aus Humanzellen. Das heißt, ich bin eigentlich gar kein Mensch, jedenfalls nicht kein Individuum mehr. Zur Hälfte bestehe ich aus Bakterien. Und so vor etwa 20 bis 15 Jahren hat man dieses Konzept des Holobionten entwickelt, dass wir also gar nicht als Individuum zu sehen sind, sondern durch ein Kollektiv von verschiedenen Arten und Arbeiten so. Und das, der Witz ist, es ist auch nicht so, dass nur wir jetzt auf unser Mikrobiom angewiesen wären. Es gibt kein einziges Tier, keine einzige Pflanze und auch keinen einzigen Pilz auf der ganzen Welt, der nicht in einem kooperativen, in einer kooperativen Symbiose mit Mikroorganismen ist. Das ist ausgeschlossen und es hat es auch noch nie gegeben. Das heißt, es ist ein generisches Prinzip der Natur. Und was man jetzt erst versucht herauszufinden und immer mehr Evidenz dafür findet, ist, dass Innovation und Evolution nicht etwa durch die permanenten kleinen Veränderungen passiert, das findet auch statt, aber richtige Schübe finden dadurch statt, dass neue Verbindungen gemacht werden. Linmar Margulis, eine meiner Idole, eine Evolutionsbiologin, hat das schon in den 70er Jahren so kommen sehen. Sie hat gesagt, und diesen Satz liebe ich sehr, life did not take over the world by combat, but by networking. Lin hat quasi in ihrer ganzen Karriere nur diese Sachen erforscht, und sie war auch verantwortlich für die Entdeckung der Endosymbiogenese. Das ist ein langes Wort. Hier ist ganz kurz ein bisschen Biologieunterricht. So sehen Zellen von Pflanzen, Tieren und Pilzen aus. Einzelne Zellen, die sind intern sehr komplex. Da gibt es Organellen und so weiter. Im Biologieunterricht musste man mal das endoplasmatische Retikulum lernen oder den Golgi-Apparat. Das sind so Sachen, die bei mir hängen geblieben sind. Also so eine Zelle sieht sehr komplex aus. Bakterien sind viel einfacher. Die haben keine interne Struktur, jedenfalls nicht so. Und Lin hat gesagt, okay, diese Komplexität, also seit etwa 1,5 Milliarden Jahren gibt es diese komplexen Zellen. Und Lin hat gesagt, das ist dadurch entstanden, dass irgendwann mal ein Archeon, das ist so etwas Ähnliches wie ein Bakterium gefressen hat, aber es nicht verdaut hat. Und diese ganzen Zellorganellen wie Mitochondrien und so weiter, jedenfalls Mitochondrien, sind dadurch entstanden, dass ein Individuum ein anderes geschluckt hat und es war eine neue Struktur da. Das fanden zu der Zeit, als das Lin vorgeschlagen hat, alle so ein bisschen ballaballa. Insbesondere die Neodarwinisten haben gesagt, so ein Quatsch. Und dann hat man sehr viel später gefunden, dass in vielen dieser Organellen auch einzelnes Genmaterial war und dann war ihre Theorie quasi bewiesen. Also eine Erfindung durch eine neue Kooperation. Und was ich an der Stelle auch noch mal erwähnen möchte, ist, dass diese Diskussion über Kooperation in der Natur als wichtigste Kraft der Innovation sehr kontrovers diskutiert wird. Da gibt es ein sehr schönes Beispiel von einer Podiumsdiskussion zwischen Richard Dawkins und Lin. Richard Dawkins, muss man wissen, ist ein sehr radikaler Neodarwinist, der hat auch das Buch The Selfish Gene geschrieben. In dieser Diskussion hat Dawkins
Lynn Margulis gefragt, why do you have to drag symbiosis into evolution? It's so unparsimonious, also so uneinfach, so kompliziert, weil er einfache Theorien macht. Und Lynn hat geantwortet, because it's there. Das macht ganz klar deutlich, dieser Unterschied zwischen der eine hat eine Theorie und guckt die Sachen an, die dazu passen und ignoriert die, die nicht dazu passen. Und Lynn, die festgestellt hat, ich gucke mir an, was ich sehe und dann entwickle ich die Theorie, die mir das erklärt. Ganz am Schluss noch ein Beispiel, mein Lieblingsbeispiel für Symbiose ist dieses Tier, das ist eine Blattlaus, jeder kennt Blattläuse. Und wenn man Blattläuse mal anguckt, dann haben die, die sind ja sehr klein, die haben in ihrem Bauch 80 Zellen, die heißen Bakteriozyten. Und in diesen Zellen sind viele Millionen kleine Bakterien. Also Bakterien sind in diese Zellen reingegangen. Die heißen Buchnera affidicola, das ist also kein Getränk oder sowas. Das ist eine Bakterienart, die mit E. coli zum Beispiel verwandt sind. Und die hilft der Laus beim Essen, quasi beim Verdauen, diese Bakterien. Und diese Symbiose gibt es seit etwa 280 Millionen Jahren. Das ist eine sehr, sehr lange Zeit, wenn man mal überlegt, dass etwa erst vor 500 Millionen Jahren komplexe Vielzeller entstanden sind. Und das ist ein interessantes Beispiel für das, wie stabil solche symbiotischen Beziehungen sind. Das ist auch nicht nur bei dieser Blattlaus so, sondern bei vielen anderen. Noch ein Beispiel, was ich auch sehr freakisch finde. Genau bei der Blattlaus gibt es noch eine Kooperation, diesmal zwischen der Blattlaus und einem Virus. Das Virus heißt Densovirus. Und du musst mal wissen, dass diese Blattläuse in zwei Formen entstehen können. Mit Flügeln und ohne Flügeln. Immer wenn so ein Blattlausbaby infiziert wird von einem Densovirus, dann kriegt es Flügel und kann wegfliegen. Ist es nicht infiziert, kriegt es keine Flügel. Das heißt, das Virus macht der Blattlaus Flügel. Und das bedeutet, dass, was die jetzt machen, Blattlaus und Virus, da ist nun eine Blattlaus mit Flügeln, die fliegt auf eine neue Pflanze und lässt das Virus da bleiben und legt Eier. Viele der neuen Babys, die finden das Virus nicht und fressen, kriegen keine Flügel, bleiben auf der Pflanze und fressen da und verbreiten sich, bis dann irgendwann die ersten Blattläuse wieder das Virus fressen, infiziert werden, die Babys dann, und kriegen wieder Flügel und breiten sich aus. So sorgt diese Kooperation zwischen Blattlaus und Virus dafür, dass die Läuse eine bestimmte Zeit auf einer Pflanze bleiben, bis die Dichte zu hoch wird und dann kriegen die ersten Flügel und fliegen zur nächsten Pflanze. Also eine Kooperation zwischen Virus und Blattlaus, die nur dadurch entstanden ist, dass da irgendwann mal diese Laus mit einem Virus infiziert worden ist und das dafür gesorgt hat, dass sie Flügel entwickelt. Damit komme ich auch schon zum Schluss. Ich konnte nicht alles erzählen, was ich hier gerne erzählt hätte. Blattlausbeispiele gibt es noch ganz viele. Wer Lust hat, mit komplexen Systemen zu spielen, es gibt diese Complexity Explorables Webseite, das ist so eine interaktive Seite, da kann man einige dieser Animationen nachmachen. Oder in dem Buch wird das nochmal alles genau erläutert. Und dann will ich euch allen danken für eure Aufmerksamkeit. Professor Dirk Brockmann. Thank you very much for the very nice introduction. I'm super happy to be here today. And like Nils already mentioned, to finally talk about something different than COVID again. My favorite topic, namely complexity and complexity research. For me, that's a very important topic because I believe it's an area of research that will help us quite a lot to master the crises of today and better understand them. And I want to advertise this area of research a little bit because especially in Germany, it has not grown as much as, for example, in other countries.
Ich fange mal an, was eigentlich Komplexität ist. So, let me start by talking about what complexity is. We all know life is complicated. We have difficulty using the coffee machine or reinstalling our phone, or our relationship can be complicated. That's not what I mean with complexity. Rather, something like this. Some of you might have seen this. This is a commemoration of Starlings. And aside from the fact that this is incredibly beautiful, maybe you ask yourself, how does it work? There's tens of thousands of Starlings, and they are flying in a collective. They don't collide. They're flying at high speed and create these wonderful patterns, these memorations. And scientists have researched this for quite a while. In the 1930s, for example, it was so little understood that Edmund Selous, an ornithologist of this time, hypothesized it must be something telepathic. So the fact that they don't collide and they are flying together in a collective means there must be some sort of information transfer that cannot be explained by natural laws. So in reality, it's not telepathy. I will come back to this example soon. Another example is this. This is an experiment that has been repeated many, many times. Some drivers have the task here to just drive slowly in a circle behind each other, and no matter how they try, they'll always have these phantom traffic jams when the density of cars gets high enough. And I will get back to this later as well. So these are complex systems. Now, if we jump forward a little bit, we have the crises that currently touch all of us. Climate collapse, that's impending, political polarization, the extinction of many species, or the COVID pandemic. This is the only pandemic-related image that I will show, luckily. And all of these crises cannot be seen as singular phenomena. They are connected. They build a network and influence each other. And looking at it from a bird's eye view, the idea of complexity research is to figure out what the significant elements are so that we may better understand the complete picture. It can be quite hard sometimes, because if you take one of these nodes out of the graph, for example, the pandemic, then that is a very complicated thing in itself. You will all remember, in the beginning of the pandemic, everybody is talking about the virus. And makes sense, the virus is being passed from person to person. Biologists and virologists were talking. But of course, it's a much larger phenomenon. In particular, it's a phenomenon that's related to us as host. And it's a behavioral psychology problem. How the virus spreads, how rapidly it spreads, how it can be slowed down. That is largely influenced by how we behave. And if the virus spreads and case numbers are rising, then our risk assessment, our risk perception plays a role, and that changes how we behave, and that then influences the spread of the disease. And so we have this circular system. And there's also politics in the middle of that, and they might be influential or not. That makes it even more complex. So what can you apply complexity research to? One of my biggest heroes is Stephen Hawking. And in an interview about 20 years ago, he said, when asked what the next big science for the next millennium will be, he said, I think the next century will be the century of complexity. And everybody was a bit surprised, because he was a hardcore physicist and has already seen this on the horizon. And what did he mean with this? So complexity research is a scientific area of research, but one without boundaries. It connects many different traditional areas of research, such as economy, ecology, or ecology and neuroscience, or biology and all kinds of areas, really. And it does that by trying to find similarities in different areas, similar phenomena, and then try to get to the bottom of that. So just one example, two very different systems. On the left, you see a tree and its root system.
And everybody knows that. And it's a very fractal, very, very complex image, not just over the Earth, above the ground, but also under the ground. And what you see on the right is the shortest path to Rome. So three people calculated for each city in Europe how you can get to Rome on the shortest way. And here also you can see this artery-like construct. And if you compare them and see that the structures are similar, you can ask yourself, why is it so? And the answer is very fundamental. And namely, that something as linear as paths on roads can cover a very large area best. So it's a question how we approach things. In Germany, we really value expertise. We like experts that have a lot of knowledge on a very narrow area of expertise. But now we live in a time where knowledge is in everybody's pocket, on their smartphones, and that means the accumulation of knowledge is not as important anymore, because we can look it up anyway if we know how to search. But the open-minded thinking into new areas, that's what is important. And this image that I showed earlier, this mushroom-like mesh of complexity that connects all these pieces together, it's essential that you break down these boundaries to other disciplines and go into areas that you may not already know. And that's why I'm calling it interdisciplinary research as opposed to interdisciplinary or transdisciplinary research, that you go out and proactively go into new areas. And Richard Feynman, a Nobel laureate of physics, said two things that I really like. It looks maybe a little arrogant at face value. First is science is a belief in the ignorance of experts. And what he meant was that we can always create knowledge by challenging something, by saying, oh, this might not be so, I'd like to look at this in more detail. And then he said something that I like even more, namely, if you are the smartest person in the room, you're in the wrong room. And what he means by that is that you should only expose yourself to scenarios or groups where you're not the smartest person, because that is where you can learn the most. And if you've done some pandemic research like I did in the past 2 years, you're often in groups of experts where everybody thought they were the smartest person in the room. Richard Feynman also said, or at least I found this in the internet to them, physics is to math what sex is to masturbation. As somebody who has worked in physics and math, I found this quite fitting. Many mathematicians will not like this sentence, and I'm not sure if it's really a Feynman quote, but I thought it was quite funny. So what does one do in complexity theory, and why are so many physicians or former physicians working in this area? If you have a complex phenomenon, there are many elements, for example, in a pandemic or species extinction or climate collapse, many components that play a role. And there is the classical expertise-driven reductionism that takes the system and splits it into many tiny pieces and then dispatches it to different experts that focus on all the different specializations. And the idea here was that we reduce the system differently by trying to figure out what is essential and what is negligible. And neglect is the real art form here. So often when you work the way I do, and also with many experts together, it is seen as something that you should not do, because you cannot neglect the details. But this is the core. For example, if you make a model of a face, then it's sufficient to just draw a circle and two dots and a mouth, and you have a face. And any child would say, oh yeah, this is a face. The ears, you can just leave them. Is it helpful? Yes, because then we know what makes a face, what is essential about a face. Also, an artist has played an important role. I like this very much. These are sketches by Picasso,
where he drew a steer many, many times, and you can see exactly how he tried to figure out the essence of the steer. And how does it work concretely? Let's get back to the swarm example. On the top left, there's a swarm that I showed earlier. How can you explain this behavior? What is the essential behavior here? One model that is rather old but has worked very well is based on three simple rules. The single elements of the swarm, these might be birds or fish, but anyway, in the model, they're just some animal that is moving with approximately similar speed, and they try to avoid collisions. The second rule, so to say, is if you get too far away from the group, then you try to get back to the group. And the third one, it's marked red because it's important, each individual tries to broadly align their direction to that of its neighbors in a small area. And if you want to try that out for yourself, it works also on your smartphone. Just go to this website, complexity-explorables.org, and you can try what I'm going to show for yourself. Here's a video for you. You see these individual agents moving through space randomly with a certain speed, but there are no rules. So it's very chaotic, but as soon as I turn on the rules, you see this swarm behavior. It doesn't look like a real swarm yet, but it gets very close. A slightly more complicated variant shows that the model can only have three states. You can either have all moving in the same direction, or you can get this vortex, or you can get this swarm of mosquitoes. And in fact, we haven't found any different states in nature than these three. That means that this simple model is a good qualitative description of this swarm model, of swarm behavior. Jens Krause works in Berlin with some colleagues, and he conducted this experiment with humans, some 200. He put them into a large hall and gave them these rules. And very quickly, after an initial chaotic phase, you got these concentric movements where people were walking in parallel even though they were never asked to do that. So we as humans also follow these laws. A very similar model can explain the movements of pedestrians. If you have two groups of pedestrians, one of them moving in one direction, one of them in the other, and they're only trying to avoid each other, which is the only law, and to move in the same direction, you immediately notice these channels forming. All of you will have noticed that on a very narrow footpath. If you then create these bottlenecks, such as you might find, for example, at a party, then it gets a bit chaotic. Or the example I showed you earlier with the cars driving in a circle. You can model that too and tell all these cars to drive at a constant speed. And what I can do now is to vary the speeds at which the cars want to drive. Imagine a speed limit on the motorway. If the variance of the car speeds becomes too large, you get this traffic jams that moves backwards. And that's due to the large density, but also due to the varying speeds. And this never disappears. Another COVID example, I just can't help myself. One thing that we noticed in the COVID pandemic that is very complex, as I mentioned, are these constant waves
This is an older picture for the United States. These waves that we found in Germany as well, there were new variants, we adapted our behavior. If we imagine that we made it as simple as possible, we have a virus that replicates three infections, but when the numbers increase, we become more careful, we wear masks, we get vaccinated, there's curfews, and that leads to a decrease in measures, in numbers, and then a decrease in measures, and then you get this balance between the virus and our reactions to it. It sounds very simple and under complex, but if you look at how the R value, which many of you have heard about, this replication number of the virus, how that number has behaved, then it's always been around the critical value of one, which is an indication of the fact that there has been this kind of balance. There's studies that are 12 years old where scientists in the United Kingdom showed that you will always find this balance around the critical number unless you change your behavior. An important aspect of complexity research is to attempt to paint a clear picture of the entire system. This is a side effect of a very expertise-heavy science, or we always walk around with these caricatures in our heads. Virologists think that the most important thing is to understand the virus. Or behavioral scientists say this is the essential points, and you always draw this caricature from your own perspective, and that's something that I've been thinking about a lot. Where does that come from, and how can you change it? To give you one example, I showed you this picture of the extinction of species. It's a massive problem, but only few people know that the diversity of higher order life forms is only a fraction of the number of microorganisms. Here's one example that can change people's perspectives. It's one of my favorite organisms, Prochlorococcus. It's a marine cyanobacterium because it photosynthesizes. It's very small, and it was only discovered in 1986. But it's so far the species with the most individuals on Earth. Als von diesem kleinen Organismus hat man erst 1986 entdeckt. It was only discovered in 1986, though. And this species alone is responsible for 13 to 46% of oxygen in the atmosphere. So if this thing disappears, we are finished. And that's the kind of thing that you don't normally think about and that can change your perspective. Here's another perspective for you. Dass Bakterien und Viren schlecht sind. Bacteria and viruses are bad, aren't they? The pandemic helped that. When we think bacteria and viruses, we think bad. It infects people, it gives us diseases, and this has been hammered into our brains for the past 200 years since Robert Koch. But if you look at the number of bacteria that are actually pathogenic, so that actually cause diseases, it's only a fraction of them. Most of them don't cause diseases, and a huge number of them keep us healthy. Another element that's always in people's heads is competition and conflict, and this idea that evolution and innovation happens through competition and conflict and growth. This goes all the way back to Darwin. The phrase survival of the fittest came from Spencer, though. He took Darwin's theory and brought it to society and was responsible of social Darwinism.
As an aside, back in those days, there were a lot of scientists in mostly the UK, also in Germany, who thought that was a clever idea and lay the foundation, the scientific foundation for imperialism and also the Third Reich. And it's still in our heads when we watch nature documentary where a crocodile eats the gnu and resources are scarce and the one who's best at fighting is going to survive. Those are important elements, but something is changing. For the past about 20 years, mainly triggered through new technologies, metagenome studies, we discovered that especially microorganisms are hugely important to our survival. Everybody knows what the microbiome is, which is colonized by thousands of bacteria. They influence our behavior. They're important to our health. Looking at me, I consist of as many bacterial cells as I do of human cells, so I'm not really a human at all because I'm half bacteria. And for the past 20 to 50 years, we developed this concept of a hollow beyond that says that we are a collective of various species working together. And it's not just that we are dependent on our microbiome. There is no animal, no fungus, and no plant on this planet that doesn't live in a cooperative symbiotic relationship with microorganisms. That's never existed either. It's a generic concept of nature. And what we are only now discovering and finding more and more evidence is that innovation and evolution happens not just through small changes, but also we get these massive boosts through new connections that are created, new links. Lynn Margulis, one of my idols, an evolutionary biologist, saw this coming in the 1970s. She said, and I love this phrase, life did not take over the world by combat, but by networking. In his entire career, she only researched these subjects, and she was responsible for the discovery of endosymbiogenesis. It's a long word, a quick biology lesson for you. This is what cells of plants, animals, and fungi look like. They're very complex. In biology, you got these crazy terms thrown at you. These cells are very complex. Bacteria are much simpler. They don't have this kind of complex structure. And Lynn said, okay, this complexity, which has existed for about 1.5 billion years, was Archeon, das ist so etwas ähnliches wie ein Bakterium gefressen hat, aber es nicht verdaut. Was created when this early animal ate a certain species but wasn't able to digest it. And these mitochondria were created by one species swallowing something and creating a new structure. And everybody thought Lynn was crazy when she proposed these, especially the neo-Darwinists didn't agree at all. And eventually, we discovered that many of these contained gene material, proved her theory. What I want to mention at this point is that this debate about cooperation in nature as the most important force behind innovation is being debated very controversially. There's a good example for you from a podium panel debate between Lynn and Richard Dawkins, who is a very radical neo-Darwinist and wrote the book The Selfish Gene. And in this debate,
Dawkins asked Lynn Margulis, why do you have to drag symbiosis into evolution? It's so unparsimonious. Weil er einfache Theorien macht. Because he makes simple theories, or he likes simple theories. And Lynn answered, because it's there. Das macht ganz klar deutlich dieser it Unterschied zwischen shows you the difference between one of them who has a theory and looks at the things that fit it and ignores the things that don't fit, and Lynn, who discovered, I look at what I can see and then I develop a theory to explain it. To finish, my favorite example for symbiosis is this this example of a louse, and if you look at these lice, they're very simple. They have these cells called bacteriocytes, and they contain millions and millions of bacteria. Inside those cells, they're called Buchnera acidicola. It's a bacterial species related to E. coli, and it helps the louse to digest. And this symbiosis exists for about 280 million years. It's an incredible time span if you remember that it's only about for 500 million years that we've had complex multicellular organisms. And it's an interesting example of how stable these symbiotic relationships can be. It's not just the case of this louse. One more example that I think is very freakish. This louse has a cooperation with another virus. The virus is called Denzovirus, and you have to know these lice can exist with or without wings. When a baby louse gets infected with this virus, it grows wings and can fly away. If it doesn't get infected, it doesn't grow wings. So the virus gives it wings. And that means they can do now, this virus and the louse. The louse can fly to a new plant and lay its eggs there and leave the virus there. Many of the babies aren't going to discover this virus, aren't going to get wings. But when the first babies do get infected, they grow wings and spread the virus further. So this symbiosis between the two mean that the lice are going to spend a certain amount of time on a plant until it gets overcrowded, and they're going to fly away to the next plant. And all of this only happened because at some point one louse got infected with a virus and grew wings. And that leads me to the end of my talk. I wasn't able to speak about everything that I would have liked to mention. There are lots and lots more examples about lice. There's this Complexity Explorables website if you'd like to play some more with complexity, or have a look at the book where all of this is explained in even greater detail, and I would like to thank you all for your attention.